Servus Leute und willkommen zurück bei der Shisha-WG. Heute teste ich einen neuen Tabak für euch, den ich bis jetzt noch gar nicht so auf der Karte hatte. Aber als ich bei Tabak-Outlet durchgeguckt habe, habe ich gesehen, dass es da auch Tutun-Tabak gibt. Und Tutun hatte einen natürlichen Minze-Tabak, der TPD-2-konform sein soll. Also nach dem Minz- und Mentholverbot ein Minz-Tabak, der konform ist. Hat auf jeden Fall meine Neugier geweckt. Ich wollte den unbedingt testen. Ich habe mir den mal bestellt. Habe noch hier den Lula Bunny mit dazu genommen. Einen cremigen Zitrone Amaretto Tabak. Den habe ich schon häufig geraucht. Den habe ich bis jetzt einmal geraucht. Aber ich würde sagen, wir bauen uns mal zwei Köpfchen damit und gucken einfach mal, wie der so ist. So, dann kommen wir hier zum Kopfbau. Ich würde sagen, wir bauen die zwei Oblakos nacheinander. Als erstes bauen wir den Road Smoke. Den kenne ich schon sehr gut. Den habe ich schon häufiger jetzt geraucht. Ihr seht, da ist schon gut was weg aus der Dose. Der ist relativ einfach erklärt. Das ist ein Minztabak. Ja, den bauen wir als erstes. Wie gesagt, ich kenne ihn schon. Als erstes wiegen wir mal hier unseren Oblako 0 und bauen ihn mal. Ich bin mal gespannt, ob der mich wegballert, wenn ich den jetzt hier pur rauche. Normal würde ich den nicht pur rauchen. Ja. Für mich war das der Tabak, der mich überhaupt auf Tutun gebracht hat. Und zwar habe ich herausgefunden, dass die eine konforme Minze haben. Und ich habe eine geile Minze gesucht, die ich mit den neuen Traube-Flavoren so mischen kann, die jetzt nicht unbedingt mehr mit so einem klassischen Minz-Flavor sind. Das sind übrigens die Hookah Club Show Oblakos, wobei ich mir sicher bin, dass ihr mittlerweile all meine Oblakos auswendig kennt. So, dann wird das Ganze hier ein bisschen verteilt. Ich werde ihn jetzt nicht auf super kranken Noppenkontakt oder sowas, Vollkontakt rauchen. Ich werde ihn auf ein angenehmes Noppenkontakt hier bringen. Ja, das heißt, ein klein bisschen runterdrücken vom Rand ist schon okay jetzt in dem Fall für mich. So, und so kann man das Ganze dann lassen. Unsere Waage war leider aus. Wir hatten 196, ich bin mir jetzt gerade gar nicht mehr sicher. Ich glaube, wir hatten 196, oder? Einer war 93, einer war 96, der hier ist 93, ja, dann war der hier 196. Und dann haben wir, 96 hatten wir 4, also 18 Gramm Tabak haben wir jetzt in dem Oblako drinne. Ja, so sieht das Ganze gebaut aus. Ja, hier so knapp unter den Rand, bisschen schön verteilt. Kein Hexenwerk auf jeden Fall. War sehr angenehm. So, den haben wir gebaut. Den kenne ich, wie gesagt, auch schon, den guten Road Smoke. Und dann nehmen wir heute noch einen. Und zwar den Lula Bunny. Da bin ich sehr gespannt. Ich habe ihn schon mal aufgemacht. Normal habt ihr hier einfach so eine Folie drum. Ihr seht auch schon, da bleiben ab und zu leider noch so ein bisschen hier die Folienreste hängen. Der riecht ein wenig wie der Ginny da Bomb oder der Voltage von Social Smoke. Und da ich die Tabaksorten sehr gefeiert habe, bin ich mal gespannt, ob der Lula Bunny da rankommt. Wir haben ja eben schon unseren Oblako gemessen. Der hier hat... jetzt ist es weniger geworden, oder was? Hat der abgenommen? Ah, jetzt haben wir uns wieder. 193 Gramm hat dieser wunderschöne Oblako hier. Den bauen wir jetzt mal mit dem Tabak und gucken mal, wie viel er dann wiegt, ne? Also, aber zum Schnitt und zur Feuchtigkeit kann ich auf jeden Fall jetzt schon mal sagen, so was mir beim Road Smoke aufgefallen ist, es war angenehm, ihn zu bauen, es war angenehm von der Feuchtigkeit her, es war angenehm von den Ästchen, also das ging klar. Ich hatte hier und da mal so, hier seht ihr es auch, da sind so ganz kleine, warte mal, ich versuche es mal rauszufinden, guck hier, da ist so eine, da jetzt, ne, da sind so ganz kleine Ästchen, also von denen hier hat man ab und zu mal was drinne, aber das ist nicht weiter wild. So. Wir schnappen uns hier unseren Oblako und machen das mal genau wie eben mit dem anderen auch. Wir schnappen uns locker fluffig ein bisschen Tabak auf die Gabel, streichen den Tabak in den Kopf rein. Das sollte an Tabakmenge reichen. Verteilen wir das Ganze ein bisschen, gucken, dass nichts hier auf den Rändern hängt, gucken, dass nichts innen auf den Rändern hängt, sodass es gleich irgendwie uns ins Funnelloch reinballern würde beim ersten Zug. So, und hier müsste jetzt ein kleines bisschen mehr Tabak drin sein als in dem anderen Oblako, würde ich schätzen. Ich zeige es euch erst nochmal. So sieht das jetzt aus. Das könnte man hier noch so ein bisschen, ne, vom Funnelloch entfernen. So ist besser. Ja, ungefähr randhoch gebaut. Und dann wiegen wir den. Zur Erinnerung, der Kopf hat 193 Gramm gewogen. 19 Gramm Tabak. 19 Gramm Tabak.
Also wirklich ein kleines bisschen mehr. Auf beide Köpfe kommt übrigens hier der Kalaut Lotus Aufsatz obendrauf. So sehen übrigens meine mittlerweile von unten aus. Die sind auf jeden Fall noch schön sauber, wenn man die immer einfach mit einer Drahtbürste unten abmacht. So, also auf den Lola Bunny kommt der silberne und auf unseren Minze kommt der Niris, damit wir das auch gleich gut wissen. So, das Köpfchen ist angeraucht. Als erstes den Road Smoke, der Minze-Tabak. Den kenne ich ja schon, den habe ich schon oft geraucht. Ich habe ihn allerdings noch nie pur geraucht. Ich habe ihn immer gemischt. Gibt auch Leute, die rauchen Minze gerne pur. Kann man natürlich machen. Ist nicht so meins. Ich rauche Minze lieber gemischt mit anderen Sachen. Der war ganz explizit für mich die Erlösung beim neuen Holster Grape Mint. Ja, da war der für mich die absolute Erlösung. Super, super geil, um den mit dem neuen Grape Mint zu mischen. Ich hatte es ja schon erwähnt, dass ich bei meinem Grape Mint oft noch Minze dazu mische. Das war genau der, über den ich da gesprochen habe. So, wir ziehen mal dran. Der Kopf ist schon an. Ich habe eben schon angeraucht. Ja, Rauchentwicklung, wunderbar. Da kann man sich absolut nicht beschweren. Ich habe übrigens heute mal den Ventilator an. Ich wollte das mal testen. Ich hatte ja oft in den Reviews das Problem, dass am Anfang das Bild super geil und klar war und am Ende war das Bild super krass verraucht. Deswegen machen wir heute mal das Experiment mit dem Ventilator, der hier so auf Stufe 1 so ein kleines bisschen für Luftverwirbelung sorgt, in der Hoffnung, dass sich der Rauch dann ein bisschen schneller verzieht. Aber zu tun, Leute. Der Tabak, 17,90 Euro kostet das Ganze. Die Dosen sind vollkommen okay. Das wäre jetzt nicht mein Lieblingsfarbton gewesen für so eine Dose. Aber es ist auf jeden Fall mal was anderes. Dieses Looney Tunes angelehnte Design finde ich eigentlich ganz nice. Ist ganz cool. Ist eine nette Linie, die da gefahren wird. Ne? Also da hat jemand drüber nachgedacht und hat sich gedacht, okay, weißt du was, ich habe früher Looney Tunes gefeiert. Schätze ich mal. Ich nenne meinen Tabak Tutun. Und benennen die so ein bisschen nach den verschiedenen Looney Tunes, die es da so gab. Übrigens, Looney Tunes Racing, legendäres Spiel damals auf der PlayStation 1 gewesen. Egal, wir driften vom Thema ab. Also finde ich cool, dass sich da Gedanken gemacht wurden bei der Benennung von dem Tabak. Der Road Smoke, nee, das ist der Lola, das ist der Road Smoke, ein purer Minztabak, ja. 200 Gramm, 17,90 Euro, Schnitt in Ordnung, Feuchtigkeit in Ordnung, hier und da mal ein klitzekleines Ästchen, aber auf jeden Fall absolut nichts Wildes. Jetzt bei mir, wie gesagt, im Oblaco M mit Kalaut Lotus 1 plus Niris obendrauf auf der Magnum. Ja, und wie gesagt, bei der Rauchentwicklung kann man sich nicht beschweren. Ihr habt kein Drücken, kein Kratzen, lässt sich super, super entspannt rauchen. Kommen wir noch zum wichtigsten Punkt, dem Geschmack. Wie schmeckt der Road Smoke? Ich nehme nochmal einen Zug. Und ich hatte tatsächlich kurz überlegt, ob er mir vielleicht zu frisch wird, wenn ich ihn alleine rauche. Aber es geht, man kann ihn sehr entspannt rauchen, es ist wirklich einfach ein leckerer Minzflavor. Es ist eine sehr süße, also nicht eine sehr süße Minze, es ist eine leicht süße Minze. Die Süße wird aber so ein bisschen gekontert von der Frische in der Minze und die Frische ist auch sehr nice. Sie ist nicht super penetrant, also ihr habt nicht das Gefühl, dass es euch gleich die Lunge zerreißt, so frisch ist der, sondern es ist wirklich einfach eine sehr angenehme Minze, ja. Genauso wie es sein sollte, meiner Meinung nach, kann man pur auf jeden Fall auch sehr gut rauchen. Ich bin sogar fast überrascht, wie gut man den pur rauchen kann. Weil wie gesagt, bis jetzt habe ich ihn eigentlich meistens mit irgendeinem Traubetabak gemischt oder mit irgendeinem Traubeminze, wo meiner Meinung nach noch ein bisschen mehr Traube mit dran sollte, ein bisschen mehr Minze mit dran sollte. Und da habe ich den bis jetzt immer benutzt. Und ich glaube, so werde ich den auch weiter benutzen. Vielleicht, keine Ahnung, wenn man mal erkältet ist, ein pures Minzköpfchen oder so. Aber ansonsten werde ich den, glaube ich, so weiter rauchen. Wo ich auf jeden Fall deutlich gespannter bin, ist der andere Kollege hier und ich würde sagen, nach dem Zug machen wir den auch mal drauf. So, dann wechseln wir mal, Leute. Wir packen die Kohle gerade einfach um. Das Minzköpfchen, das werde ich mir dann danach noch weiterhin gönnen. So, wir packen hier aber noch eine dritte Kohle dazu, damit wir das Ganze fix angeraucht bekommen. So, sifft auch auf jeden Fall noch keine Molasse runter. Ich würde jetzt nicht garantieren, dass da nie was sifft. So, und dann kommen wir hier zu Kandidat Nummer 2. Und zwar ist das die Lula oder Lola Bunny. Ich würde sagen, wir kommen beim Lola Bunny mal zum Geruch. Beim Road Smoke hat sich das ja erübrigt, der riecht nach Minze. Aber wir gucken mal beim Lola Bunny, was wir da so rausriechen. Sein soll das Ganze übrigens eine cremige Zitrone mit Amaretto. Also, ne, bei den hellhörigen Füchsen, die wissen Bescheid. Das Ganze hört sich ein bisschen nach Voltage bzw. nach Ginny da Bomb an.
Und beide Tabaksorten habe ich sehr, sehr gerne geraucht. Also beim Geruch rieche ich tatsächlich einfach nur eine geile Amaretto-Note. Also Zitrone, ja, vielleicht so eine süße Zitronenkuchenteig-Note, sowas in die Richtung. Aber überwiegend tut ja auf jeden Fall die Amaretto-Note. Die ist richtig am Start und die riecht auch sehr, sehr geil. Ja, also Amaretto voll in die Fresse und mit viel, viel Interpretation findet man da irgendwo auch noch eine cremige Zitrone. Für mich aber eher eine süße Kuchenteig-Zitrone. So in die Richtung, würde ich sagen. So, wir gucken mal, ob das Ding schon angeraucht ist hier. Und der ist da, würde ich sagen. Auf jeden Fall wieder kein Drücken, kein Kratzen, sehr, sehr angenehmes Rauchverhalten. Also bis jetzt habe ich es generell noch nie geschafft, dass irgendein Tutun-Tabak bei mir gedrückt oder gekratzt hat. Lief bis jetzt immer wunderbar. Geschmacklich ist es erstaunlicherweise ganz anders als im Geruch eben. Jetzt haben wir auf jeden Fall eine Zitrone hier mit am Start, die wirklich mit cremige Zitrone schon relativ gut beschrieben ist, so wie Tutun das selbst auf der Internetseite beschreibt. Es ist eine süße, cremige Zitrone, die jetzt nicht mehr so krass an so eine Teignote erinnert, sondern wirklich irgendwie, als hättet ihr eine Zitrone, die gesüßt wäre, aber irgendwie doch noch, also nicht diese typische Kuchenteig-Zitrone, sondern eher eine etwas natürlichere Zitrone, die süß ist. Ich hoffe, es macht Sinn. Es ist eine sehr, sehr komische Beschreibung von mir hier, aber besser kriege ich es, glaube ich, nicht beschrieben. Ich nehme nochmal einen Zug. Ja, es ist eine süße Zitrone, die hier am Start ist. Die Amaretto-Note ist im Vergleich zum Geruch krass in den Hintergrund gerückt, ist aber immer noch mit dabei. Es ist nicht 1:1 Voltage oder Da Bomb. Es ist schon was Eigenes, aber es geht schon so in die Richtung. Also ich würde nicht sagen, dass es ein Ersatz dafür ist, aber schon ähnlich. Aber ich denke, Leute, die den Voltage oder den Da Bomb gefeiert haben, werden auch mit dem Lola happy werden. So auch auf jeden Fall ich. Ich kann mir gut vorstellen, da ab und zu mal ein bisschen mehr von zu rauchen, weil den Da Bomb, als ich angefangen habe mit YouTube, war Da Bomb tatsächlich mein Lieblingstabak. Also abschließendes Fazit zum Tutun-Tabak. Von mir auf jeden Fall ein Daumen nach oben. Preis ist in Ordnung. 18 Euro ist halt so leider unsere neue Normalität. Müssen wir uns wohl leider mit abfinden, ne? Entweder wir kaufen das Zeug oder wir lassen es. Das liegt dann bei euch. Ich habe es jetzt gemacht. Guter Schnitt, gute Feuchtigkeit, sehr angenehm zu rauchen, nette Aromen. Dieser Minztabak, dass der TPD2-konform ist, wilde Sache, sehr, sehr geil, bin ich auf jeden Fall froh drum. Habe ich wieder einen geilen Minztabak, den ich mit reinmischen kann in meine anderen fruchtigen Tabaksorten. Feiere ich auf jeden Fall. Und auch der Lula Bunny, echt nicht schlecht für einen Zitrone-Amaretto-Tabak. Ich mag sowas eh ganz gerne, obwohl ich cremig eigentlich nochmal nicht so gerne rauche. Leute, wenn euch das Review gefallen hat, lasst sehr gerne noch einen Daumen nach oben oder ein Abo da. Würde ich mich auf jeden Fall riesig drüber freuen. Ihr wisst ja, irgendwann soll hier hinter mir in der Mitte der silberne Playbutton hängen. Also würde ich mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr ein Abo da lasst. Und dann sehen wir uns hoffentlich auch im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut, eure Shisha-WG.